Ja, hier wieder beim Quali und bei Magic Duels Origins. Ja, neues Spiel von Wizard of the Coast. Neues Magic-Spiel und es ist umsonst. Von daher, allein deswegen muss ich das schon mal gucken, ob sich das lohnt. Den Vorgänger habe ich echt viel, viel gespielt. Habt ihr auch gesehen am Ende. Und ja. Ich starte mal mit euch zusammen in den Story-Modus. Ich glaube, da gibt es am Anfang jeder relativ viel Zeug, um einem Magic generell beizubringen oder so. Also falls ihr noch nicht wisst, wie Magic geht oder so, vielleicht ist das jetzt hier mal so eine kleine Sache. Ich habe noch nichts gespielt, gerade erst installiert, ein bisschen Probleme gehabt, weil das Ding echt nur funktioniert, wenn ihr alle möglichen Sachen auf eurem Computer geupdatet habt, und ich hatte da echt eine Weile lang nicht geupdatet. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Aber jetzt geht alles und wir starten in den Story-Modus. Grundfertigkeiten-Quest, die Grundlage. Ich habe es mir fast gedacht, ja. Ja, man kann hier Coins erhalten, um damit Karten freizuschalten. Und alleine dafür, dass wir diese Fähigkeit Grundlagen spielen, scheinen wir schon 30 Coins zu kriegen. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist, wie viel man für so Karten braucht, aber nehmen wir mal mit, ne? Schauen wir mal. Ein Training beginnt. Erlerne die Grundlagen von Magic Duels mit diesem kurzweiligen und lohnenden Fertigkeitsquest. Hoffentlich sind sie wirklich lohnend und kurzweilig. Weiter. Ich muss mal irgendwann mal das Bild hier updaten. Willkommen bei Magic Duels. Du bist ein Planeswalker. Nein! Ein mächtiger Magier, der auf den unzähligen Welten des Multiversums kämpft. Na, das war jetzt eine Information, die echt nützlich war. Deine Geschichte beginnt mit diesen Fertigkeitsquests. Herausforderungen, die dich auf den Kampf vorbereiten. Wenn du eine Fertigkeitsquest erneut spielen möchtest, gehe ins Menü Hilfe und Optionen. Na gut, wenn das die freundlichen Damen stimmen. Jeder Spieler beginnt mit einem gemischten Kartendeck, der sogenannten Bibliothek. Deine Bibliothek enthält Kreaturen und andere Zauber, mit denen du deinen Gegner besiegst. Okay. Jeden Zug ziehst du eine Karte von deiner Bibliothek und nimmst sie auf deine Hand. Nur du kannst die Karten auf deiner Hand sehen. Also die freundliche Stimme. Geil. Ja, ich wollte das Bild irgendwie nicht haben, weil das gefällt mir. Ich mag den Jace nicht. Also ist egal. Vielleicht in einer späteren Folge. Jetzt hören wir weiter der freundlichen Frau zu. Du gewinnst das Spiel, indem du den Lebenspunktestand deines Gegners von 20 auf 0 reduzierst. Wobei wir ja schon wissen, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist, den Gegner zu besiegen, aber gut. Du kannst jede Karte vergrößern, indem du den Cursor darüber bewegst und das Mausrad nach oben drehst. Probiere es jetzt aus. Während eine Karte vergrößert ist, kannst du unter Mehr Informationen mehr über ihre Fähigkeiten erfahren. Verkleinere die Karte, indem du das Mausrad nach unten drehst. Damit schließt du diese Fertigkeitsquest ab. Wahnsinn. Also das ist ja... Da braucht man echt Skill. Ja. Gut gemacht. Du kannst Karten jederzeit vergrößern, um mehr über sie zu erfahren. 30 Coins für das? Okay. Nehmen wir. In dieser Fertigkeitsquest lernst du, wie du mit deinen Kreaturen angreifst, um den Lebenspunktestand deines Gegners zu reduzieren. Eine Kreatur fügt Schaden. Besiege deinen Gegner in diesem Zug, um diese Fertigkeitsquest abzuschließen. Klicke auf jede Kreatur, mit der du angreifen möchtest, und ziehe sie zu deinem Gegner. Um mit all deinen Kreaturen anzugreifen, kannst du auf Mit allen angreifen klicken. Nachdem du bestimmt hast, mit welchen Kreaturen du angreifst, klicke auf Angriff bestätigen. Okay, also wir können entweder so angreifen, indem wir drauf klicken. Check ich. Oder wir können mit allen angreifen. Und da wir zwei Kreaturen mit zwei Schaden und einen Gegner mit vier Lebenspunkten haben, dann machen wir das mal. Angriff bestätigen.
Hier läuft ein Timer mit, sehr gut. Als Response-Timer wahrscheinlich. Wird später noch wichtig für alle, die Magic nicht so kennen. So, und Slack. Ausgezeichnet! Mit deinen Kreaturen anzugreifen, ist einer der sichersten Wege zum Sieg. Ja. Also es ist echt ein bisschen nervig für Leute, die das Spiel schon kennen. Aber man muss es anscheinend irgendwie machen. Deine ungetappten Kreaturen können angreifende Kreaturen deines Gegners blocken. Eine geblockte Kreatur fügt dir keinen Schaden zu. Stattdessen fügt sie der Kreatur, von der sie geblockt wurde, Schaden zu. Und deine Kreatur fügt der angreifenden Kreatur Schaden zu. Eine Kreatur wird zerstört, wenn ihr innerhalb eines Zuges Schaden in Höhe ihrer Widerstandskraft, der zweiten Ziffer in der rechten unteren Ecke, zugefügt wird. Jo. Okay. Also ich lasse das jetzt echt mal für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was Magic ist. So. Überlebe den Zug deines Gegners und gewinne dann in deinem Zug die Partie, um diese Fertigkeitsquest abzuschließen. Okay, wir haben 6 Lebenspunkte, wir haben einen Gegner, der greift sich mit 2 Kreaturen an wahrscheinlich. Wir haben nur eine Kreatur, die blocken kann, weil die schrägen Kreaturen können nicht blocken. Um einen Angriff zu blocken, musst du eine deiner Kreaturen anklicken und zu der angreifenden Kreatur ziehen, die du blocken möchtest. Sobald du bestimmt hast, mit welchen Kreaturen du blocken möchtest, klicke auf Blocken bestätigen. Schon klar. Also, wir können nur mit der Kreatur blocken. Wir müssen die 6er Kreatur blocken, weil sonst sind wir tot. Also, blocken wir die. Blocken bestätigen. Dann 2 Schaden. Unsere Kreatur stirbt. Er spielt ein Land in seinem Zug. Gut gemacht. Du hast die gefährlichere Kreatur geblockt und den Angriff überlebt. Nun greife an und gewinne die Partie. Okay. Mal das Land aus, was wir gezogen haben. Der hat keine Blocker mehr zur Verfügung, weil hier getappte, also das nennt man getappt, getappte Kreaturen können nicht blocken. Wir haben 5 Schaden, er hat nur 5 Lebenspunkte. Angriff. Bam. Ausgezeichnet. Vergiss nicht, nur ungetappte Kreaturen können... Ja, hab ich doch gerade erklärt. So. Um Zaubersprüche zu wirken, benötigst du Mana, die magische Energie, die deine Länder produzieren. Jedes deiner Länder produziert ein Mana, wenn es getappt, also seitwärts gedreht wird. Durch das Tappen wird angezeigt, dass die Karte in diesem Zug bereits verwendet wurde. In der rechten oberen Ecke der Karte sieht man ihre Mana-Kosten. Die Mana-Kosten des Elfenkriegers sind zum Beispiel 2 grüne Mana. Okay. Um ein Blitzelementar zu wirken, brauchst du ein rotes Mana. Dein Gebirge produziert das. Du brauchst außerdem 3 weitere, beliebige Mana. Du kannst beliebige Länder tappen, um diese 3 Mana zu produzieren. Nachdem du einen Kreaturenzauber gewirkt hast, kommt die Kreatur ins Spiel. Kreaturen können nicht in dem Zug angreifen, in dem sie beschworen wurden. Das nennt man Einsatzverzögerung und wird durch einen Wirbeleffekt angezeigt. Eine Kreatur mit Einsatzverzögerung kann trotzdem Angreifer blocken. Einige Kreaturen haben die Fähigkeit Eile. Kreaturen mit Eile sind nicht von Einsatzverzögerung betroffen. Okay. Diese Fertigkeitsquest beginnt, während dein Gegner am Zug ist. Um sie abzuschließen, musst du innerhalb deines nächsten Zuges gewinnen. Check ich. Er spielt was. Greift mich jetzt wahrscheinlich an. Bin ich auf 2 Lebenspunkte runter. Dein Elfenkrieger kann diesen Zug nicht blocken, da er getappt ist. Die Kreatur, die dein Gegner gerade beschworen hat, kann diesen Zug nicht angreifen. Aber sie wird in deinem Zug blocken können. Okay. Au. Aber bestimmt eine Kreatur mit Eile, weil sonst wäre es, glaube ich, schwierig zu gewinnen. Um einen Zauberspruch aus deiner Hand zu wirken, klicke ihn an. Ja, hier haben wir das Blitzelementar mit Eile.
Und deswegen, zack. Und wenn wir jetzt nur mit dem Blitzelementar angreifen, dann bringt das nichts, weil der blockt den einfach weg. Aber wenn wir mit beiden angreifen, kriegen wir auf jeden Fall zwei Schaden durch, hat er nur einen Blocker. Also, mit allen angreifen. Gut gemacht. Alle deine getappten Karten, einschließlich Länder und Kreaturen, werden zu Beginn deines nächsten Zuges wieder enttappt und können erneut verwendet werden. Ja, das war noch eine wichtige Information. Ja. Mit dem Abschluss dieser Fertigkeitsquest hast du dir ein paar Münzen verdient. Sobald du Gideons Kampagne beendet hast, kannst du die Münzen im Store für Boosterpackungen ausgeben, die neue Karten für deine Sammlung enthalten. Das ist irgendwie auch das Coole, man kriegt irgendwie durch 1000 verschiedene Sachen hier Münzen anscheinend. Und wie gesagt, das Spiel ist sonst umsonst. Man kann sich auch Münzen kaufen natürlich. Ich habe mal gelesen, ungefähr 70 Euro kostet das, oder 70 Dollar, um alle Karten freizuschalten, die es momentan gibt. Wäre dann ja so ein, ungefähr so ein Preis, der für ein normales, ja, teures Spiel ist. Finde ich ganz fair. Aber wenn man das auch in-game halt freischalten kann, ist auch gut. So. Ja. Bevor du den... hier, die können wir alle noch nicht. Also müssen wir hier den Gideon spielen. Okay. Wir spielen Gideon. Den jungen Gideon. Githeran Iora. Du führst eine kleine Straßenbande an, die als Kytherions Freischärler bekannt sind. Ihr steht für Gerechtigkeit und Wohltätigkeit in den Slums. Als du ein akroisches Anwesen auf der Suche nach Nahrung plünderst, wird deine Anwesenheit von der Stadtwache bemerkt. Jo. Also Gerechtigkeit und Wohltätigkeit ist ja relativ. Ne, wenn man das so sieht, Straßenbande und Gerechtigkeit und mehr geil. Duellstab. Schauen wir mal. Ja. Und die Artworks sind schon ziemlich cool, finde ich. Ja. So. Wir haben drei Länder und wir haben jede Menge Zeug, was wir casten können. Crap, aber gut, wird wahrscheinlich nicht super dolles in unserem Deck sein. Wir starten, spielen Land aus und spielen eine Elite-Vorhut. 2-1 ist in Ordnung. Kann man mal machen. Ist eigentlich auch nicht schlecht für ein Mana 2-1. So. Jetzt haben wir hier einen 3-1er. Der ist natürlich cool. So, ich spiele erstmal ein Land. Dann gehen wir weiter in den Angriffsstep. Greifen erstmal an. Hauen dem Gegner erstmal 2 Schaden rein. Stadtwaffe. Schon mal 2 Schaden. So, und dann spielen wir den Schafkralle. Und kann dann in der nächsten Runde 3 Schaden. Aber er wird jetzt wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich irgendwas spielen. Also ja, guck mal, da kommt ein Ruhmsucher. Den kennen wir, den haben wir auch auf der Hand. 2-2 Kreaturen. Weiterklicken, können wir weitermachen, okay. Wollte es nur mal testen, wie man den Time anhalten kann. So, noch ein Land. So, er wird einige der Kreaturen blocken, wahrscheinlich die 3-1er. Die ist uns aber Wurst. Wir gehen in den Kampfstep. Greifen mit allem an, was wir haben. Ja, so.
Muss mir ein bisschen dran gewöhnen an diese Sache hier. 3-1er wird geblockt. Der ist wieder tot, aber der Gegner auch. Wir haben ihm wieder 2 Schaden reingedrückt. Und dann spielen wir noch einen Ruhmsucher. Und eine Elite-Vorhut. Weil wir können das. Mit 3 Kreaturen auf dem Feld und keiner beim Gegner sind wir schon mal gut dran. Eine reisende Philosophin, 2-2, kann uns nichts. Und eine 0-3er Wache. Die blockt uns natürlich jetzt jede Runde hinweg. So, was haben wir hier? Eine fliegende Kreatur. Ja, das ist doch perfekt. Spielen Mana aus. Gehen in den Angriffsstep. Und greifen an. Na, was blockst du? Achso, ich muss den Angriff erstmal bestätigen. Naja. Zwei Schaden kommen wieder durch. Die töten sich gegenseitig. Okay, dann spielen wir jetzt hier den Flieger. Fliegen heißt, die Kreatur kann außer von fliegenden Kreaturen und Kreaturen mit Reichweite nicht geblockt werden. Und außerdem wird sie beim Angreifen nicht getappt, das natürlich auch noch ziemlich gut ist. Kann dann also in der nächsten Runde nochmal blocken. So, die ist ja jetzt uns völlig egal. Die hat null Angriffskraft. Selbst wenn die angreift, macht die uns keinen Schaden. Das spielt gar nichts. Okay. Dann gehen wir in den Angriffsmodus. Greifen mit allem an. Wir werden ihm jetzt wahrscheinlich 4 Schaden reindrücken. Ja, einen Block da. Genau. Platz gewalzt. Ja, der ist eingeschaltet. Okay. Jo, spielen wir die beiden Kreaturen noch. Übrigens, wenn eine Kreatur, die ihr auf der Hand habt, nichts für den nächsten Angriffsstep bringt, oder sonst euch irgendwie keine Vorteile groß bringt, dann spielt sie erst nach dem Angriff. Weil, dann hat der Gegner weniger Informationen über das, was ihr da so auf der Hand habt. Und ihr könntet ja auch zum Beispiel irgendwelche Sachen zum Kreaturen verstärken irgendwie auf der Hand haben oder so. Und dann tut er sich beim Blocken halt manchmal schwer. Also wir greifen wieder mit allem an, es gibt keinen Grund, warum wir das nicht machen sollten. Da kommt jetzt jede Menge durch, 2 kann er blocken. Den wird er wahrscheinlich blocken, ja. Nächste Runde ist er tot. Die töten sich gegenseitig. Ja. Spielen wir unseren Flieger. Ja, mir egal, was du da spielst. 2-2er. Land. Traut er sich nicht. Und wir gehen in den Angriffsstep. Greifen mit allem an und töten den Gegner. Allein gegen die 2 Flieger kann er nichts machen. Sehr schön. Und Kampfrausch. Okay. Weiter. Naja. Deck aufgewertet.
Dafür kriegen wir anscheinend immer für die Kampagne zumindest immer ein bisschen was zu. Immer ein bisschen was an Zeug. Du kämpfst dir den Weg frei, aber dir wird bewusst, dass du durch deinen Widerstand deine Freunde in Gefahr bringst. Du legst deine Waffen nieder und lässt dich von den Wachen ins Verlies bringen. Du wirst wegen Diebstahl zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, dann war's das erstmal für diese Folge und was der Gute hier, was auch immer er ist, da der Gefangenen hier Hixus, der Gefängniswärter, ja, was der wohl macht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Have fun, euer Quali. Tschüss! Yeah.